Yo, moin moin Leute, der Eskas ist wieder da, Wheel of Champions mit Zeris, the Oracle of the Abyss, unsere Supporterin Nummer 1 für viele, aktuell im Realm, hat ein paar Skins zur Auswahl, Expo 2018, jawohl, wer hat, der hat Infernal, schon etwas älterer Skin, aber auch kein schlechter, Jade Priestess, der neueste Skin der guten Dame, Madame, damals, oder was ist damals, aus der Januar Chest, Luna Chest, zur Feier des chinesischen Neujahrsfest und ja, der supergeile Head Parasite aus der Little Box of Horrors, der Halloween Chest von letztem Jahr. Ich spiele natürlich Jade Priestess, spiele es aber eigentlich mit einer anderen Waffe lieber und zwar mit der Expo-Waffe. Finde ich, ja, ob es passt, ist immer so eine Sache. Jade Priestess, ja, ist halt diese Jade-Schlange drin, was halt so typisch ist. Gaze of the Nurgle fehlt mir leider, sonst würde ich wahrscheinlich die benutzen, die Wein. Stimmt, der Divine-Skin ist da gar nicht drin. Ach, jetzt ist er auf einmal da. Zack, die Bohne. Wo war er denn gerade? Oder war einfach nur runtergescrollt? Ich glaube, es war nur runtergescrollt. Es gibt natürlich noch den Divine-Skin, den man freigeschaltet hat, wenn man VIP Tier 4 geworden ist. Von daher, die Waffe habe ich nämlich gesucht. Jade Priestess und dann mit der Divine Salvation oder Salvation. Das, die Zeris, die man so ganz nice zocken kann. Helping Hand als einziges Epic Emote, was sie hat. Ansonsten nur Default, was ja jeder hat. Und die Master Emote, wo sie aus dem Abyss ihre Levelmarke rauszieht. Helping Hand, aber da doch ein bisschen cooler. Champion 2018, mit Abstand coolste MVP-Pose für die Dame, wo sie da ja, so schwebend die Trophäe vor sich hält. Und Sprays, leider kein Chibi-Spray vorhanden. Von daher wird Get Shrekt ausgerüstet. Loadouts. Ja. Gehe ich auf das Loadout überhaupt noch ein? Das ist jetzt die Frage, weil es meiner Meinung nach einfach nicht mehr so gut ist und deswegen gehen wir mal sicherheitshalber nicht mehr drauf ein. Haben sie inzwischen auch gefixt. Also früher musste man bestätigen, ob man es wirklich löschen will. Jetzt löscht es ist einfach so. OB69. Uiuiui. Wir haben ein Deck, was auf das Agony-Talent ausgeht und ein Deck, was auf die beiden Heal-Legendaries ausgeht. Auf die Heal Legendaries Aufbau, sagen wir mal so, Soul Collector, lasse ich auch mal außen vor, ist nämlich auch nicht so mein Ding, von daher kann ich da nicht so viel zu sagen. Syn Abilities, linke Maustaste, 210 Schaden und gibt Soul Orbs. Soul Orbs kann man dann mit der Q detonieren, 100 Schaden für jeden Soul Orb und 15% vom maximalen HP werden regeneriert pro detonierter. Pro detoniertem Soul Orb. Restore Soul, unsere rechte Maustaste, unsere wichtigste Fähigkeit als Healerin, Restore Soul. Standardmäßig wird ein Mate über 2 Sekunden lang für 1000 HP pro Sekunde geheilt, also ein 2K Heal über 2 Sekunden. Shadow Travel, unsere Escape, wir verschwimmen in die, ja, in den Nether, würde man mal wahrscheinlich sagen. Auf jeden Fall werden wir unsichtbar, ähnlich wie Grogs Ghostwalk, für 4 Sekunden. Nichts kann uns in dieser Zeit passieren, wir sind nicht angreifbar, wir sind zu halb unsichtbar. Wir sind zwar aufdeckbar, wenn wir in der Nähe sind. Also dann sieht man so die Schemen vom Shadow Travel an sich vorbeiziehen. Aber in erster Linie sind wir unsichtbar. Und unsere Ult, die Convergence. Wir schmeißen die Kugel aus unserer Waffe irgendwo hin. Es saugt alle Gegner an und ja, sind dann noch für ein paar Sekunden da zusammen. Man kann Damage drauf machen, man kann Rend Soul drauf machen und die Mates können reinbratzen. Sehr, sehr game-changende Ult, wenn man die mit etwas kombinieren kann. Zum Beispiel einer Lian-Ult, einem Bomb-King-Ult, einer Pip-Ult, selbst wenn es nur ein Fireball-Nando ist, der da mal 3.500 Damage mit einem Fireball macht. Ich habe es auch schon gesehen, dass es mit einer Rukus-Ult gekombot wurde. Gibt es dann noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, wo man es ganz nice mit komboen kann? Androxus-Ult geht fit. Beziehungsweise das Wichtigste habe ich natürlich jetzt vergessen, was am heftigsten eine Zeit lang war, was aber im Ranked nicht vorkommt, ist in der Kombination mit einer Genos-Ult. Das klatscht nämlich richtig rein. Da ist alles außer Tank tot. Muss man einfach so sagen inzwischen, so wie es ist. Wer da einen Mate hat, mit dem man mal ein bisschen was ausprobieren will, spielt Zeris und Genos zusammen und kombiniert eure Ults. Da gibt es auf jeden Fall Top-Play-Garantie. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Talentkarten noch. Mortal Reach ist die verbesserte Single-Heal-Talentkarte. Die Reichweite wird um 300% erhöht und die Dauer wird um eine Sekunde erhöht. Also man heilt für 3000 in 3 Sekunden und das über eine dreimal so lange Reichweite. Ist nicht schlecht, ist aber, ja, wobei ist es die beste?
Ich werde wahrscheinlich mir jetzt Hate einfahren. Ich finde, es ist in manchen Situationen die bessere Variante für eine Heal-Zaris. Andere werden mich jetzt steinigen, kreuzigen wollen. Ich weiß nicht, weil es gibt genug Leute, die einfach sagen, The Void Abyss ist mit Abstand die beste Talentkarte für Zaris. Kommt man nicht drum rum. Aber zuvor haben wir noch Soul Collector. Ja, finde ich nicht so geil. Also jeder Soul Charge, den wir detonieren, erhöht unsere maximale HP und unser Waffenschaden um 2%, bis wir sterben, ist 8-mal stackbar. Also man kann 16% mehr HP haben und 16% mehr Damage machen. Ja, das mit den HP ist ganz nice. Das mit dem Damage, ja, 210 Schaden oder, was habe ich gesagt, 12% mehr oder 230 Schaden oder irgendwie sowas in dem Dreh. Finde ich jetzt nicht so überragend. Wie gesagt, deswegen Soul Collector habe ich nie aktiv gespielt. Von den Werten her flasht es mich auch einfach nicht, dass es jetzt so game-changing ist. Naja, auf jeden Fall, dann haben wir die wahrscheinlich beste Talentkarte, meiner Meinung nach auch in einigen Situationen, aber nicht in allen. Viele sagen ja in allen Situationen. Nein, The Void Abyss ist einfach eine trotzdem sehr, sehr starke Talentkarte. Und zwar, wenn man mit der rechten Maustaste Mates heilt und zufällig noch in 50 Fuß Radius von dem geheilten Kollegen noch angeschlagene Kollegen sein sollten, bekommen die auch nochmal 50% von dem Heal ab. Das ist nicht schlecht. Also das ist wirklich heftig. Wenn man gerade ein bisschen schön gemoppelt zusammensteht, der erste Mate kriegt 2k Healing, unser Main-Target bekommt 2k Healing über 2 Sekunden und die Mates in der Nähe bekommen nochmal 1k Healing über 2 Sekunden. Das ist heftig. Das ist wirklich ein AOE-Heal, wenn die Mates richtig stehen, der wirklich reinballert, der wirklich stark ist. Keine Frage. Schmeckt auf jeden Fall. Und zuletzt haben wir noch Agony. Das ist unsere Rend Soul, also unsere Q, den Gegnern für 1,5 Sekunden stunt, wenn 4 Soul Charges auf den Gegner sind. Beziehungsweise, also wenn wir den Gegner viermal mit unserer linken Maustaste mit dem Soul Orb getroffen haben, hat er 4 Stacks drauf von Soul Orb. Und ja, bekommt dann, wenn wir die Q drücken, nochmal zusätzlich 1,5 Sekunden stunt. Ist extrem nice, kombinierbar auch mit der eigenen Ult. Aber Agony spielt man nur, wenn man noch einen anderen wirklichen Main-Healer mit dabei haben sollte. Zum Beispiel einen Genos. Da kommen wir dann wieder auf die Taktik hinzu, dass man die gerne im Casual mal Xeris Genos zocken kann. Xeris auf Agony, Genos auf Celestial Touch, Ult-Combo, Agony schmeckt. Kann man so machen. Decks müssen wir uns auch noch kurz angucken. Das Agony-Deck, wie gesagt, im Wettkampf, würde ich echt damit aufpassen. Muss echt noch ein zweiter guter Healer am Start sein, sonst verschwendet man eine Menge Heal-Potenzial. Auf jeden Fall haben wir Wickedness auf 5 drin, dass der Cooldown von Rend Soul um 2,5 Sekunden reduziert wird. Dann haben wir Bane drin auf 2. Jeder Soul Charge, den wir detonieren mit unserer Q, verringert den Cooldown von Restore Soul um 0,4 Sekunden, also von unserem Heal. Das heißt, wir können ein bisschen schneller, können noch ein bisschen mehr heilen, obwohl wir als Damage Xeris spielen. Dann haben wir Bloodpact drin, dass wir uns selber auch nochmal um 140 HP pro Sekunde heilen, wenn wir mal zu dem Entschluss kommen, doch mal einen Kollegen heilen zu wollen mit unserer rechten Maustaste. Dann haben wir noch Veil drin. Der Cast Time von Shadow Travel wird um 45 Sekunden reduziert. Und muss man jetzt dazu sagen, wenn man die F drückt, man ist nicht wie Grog instant unverwundbar und in der Schattenwelt, sondern sie schwingt einmal von links nach rechts mit ihrer Waffe. Und wenn die Animation durch ist, ist man erst unverwundbar. Sprich, man hat noch so einen Zeitrahmen von, was ich würde sagen, einer Sekunde knapp, wo man noch weiter Damage frisst. Und die kann man dann über Veil nochmal um 45% immerhin reduzieren. Und am Ende haben wir noch Nether Siphon auf 3 drin, dass wir uns um 150 HP pro Sekunde in Shadow Travel heilen. Heißt in der Summe, es halt fehlt 4 Sekunden, sind 600 HP Heal. Kann man mal mitnehmen. Dann kommen wir zu dem wirklich interessanteren Loadout, was auch absolut ranked-tauglich ist. Mein Heal-Loadout mit Soul Forge auf 5. Das heißt, der Cooldown von Restore Soul wird um 2,5 Sekunden reduziert. Also von 4 Sekunden auf 1,5 Sekunden. Also jede 1,5 Sekunden gibt es Heal für die Mates. Dann haben wir Blood Pact hier auch auf 2 drin, dass wir uns ein bisschen self-healen. Nether Siphon haben wir auch drin, damit wir uns ein bisschen self-healen. Veil haben wir hier auch drin, damit wir ein bisschen schneller an unsere F kommen. Und Fade to Black haben wir drin, dass, wenn wir unsere Q drücken, der Cast Time von Shadow Travel um 1,6 Sekunden reduziert wird. Ach, was heißt die Cast Time, der Cooldown von Shadow Travel um 1,6 Sekunden reduziert wird. Also die Decks sehen den erstmal relativ gleich aus, aber einfach nur die erste Karte ist immer der Game Changer, ob man Soul Forge drin hat oder Wickedness. Ansonsten hat man ja gesehen, Bloodpact, Nether Siphon, Veil sind in beiden Loadouts drin und ich glaube Fade to Black aber nicht, oder?
Ne, hier haben wir Bane, dass wir schneller wieder heilen können. Und hier, dass wir schneller in den Shadow Travel kommen. Wobei, man könnte auch hier wieder Bane mitnehmen. Aber ich nutze halt doch den Shadow Travel als Healer etwas öfter als Damage Dealer. Von daher hier Fade to Black anstatt Bane drinne. Das alles zu unserer guten Madame Xeris, Oracle of the Abyss. Und jetzt gucken wir mal uns in-game an, wie die Dame sich schlägt. So, Onslaught, Primal Court. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in dieser Serie. Kann das sein? Das ist eine sehr, sehr seltene Map, aber eine sehr, sehr schöne Map, wie ich finde. Sind auf jeden Fall hier mit Xeris jetzt dran, neben The Void Abyss, weil wir haben die Ehre, mal mit zwei Tanks Onslaught zu spielen. Sieht man nicht so oft. Makoa und The Ruckus haben wir. Charlene und Kines haben wir noch dabei. Hätten wir vielleicht den einen oder anderen Flank noch gewünscht, gerade weil die Gegner mit drei Flanks da doch sehr gut bestückt sind, mit Moji, Eevee und Talis. Lian und Victor haben sie noch als Damage-Stealer. Nehmen wir auf jeden Fall einmal Haven mit, auch wenn Eevee Blast-Schaden ist. Aber naja, müssen wir jetzt drauf klarkommen. Moji ist ja so 50-50. Linker Kopf Direct-Schaden, rechter Kopf AOE. Ja, Talis ist ein reiner Direct-Damage-Champ. Lian auch und Victor abgesehen. Nee, Quatsch. Victor so 50-50. Aber Lians Ult macht natürlich auch AOE-Schaden, beziehungsweise zählt als AOE-Schaden. Gucken wir mal, dass wir hier super defensiv das hier gespielt kriegen. Da kommen nämlich schon eine Menge Leute. Da kommt schon der erste Moji. Wir müssen gucken, dass wir hier viel gemoved bekommen. Und immer wieder mal gehealt, die Heals reindrücken können bei den Mates. Das ist so ein stressiges Spiel. Beziehungsweise für uns zum Reden jetzt gar nicht mal so stressig, aber einfach nur, weil wir nichts anderes zu tun haben, außer die ganze Zeit die rechte Maus das drücken, ohne gegebenenfalls einmal Damage zu machen. Könnte passieren. Beide Tanks sterben jetzt hier weg. Na, Makoa lebt noch kurz, aber es ist auch jeden Augenblick weg. Ne, kriegen wir noch so gerade irgendwie am Leben erhalten. Jetzt wird hier auf uns mal Schaden gemacht. Oh, Makoa. Dann machen wir immer ganz kurz Schaden, weil wir es können. Oh, da kommt Talis, das schaffen wir nicht. Ruckus stirbt da auch wieder weg. Ja, hier nochmal ein bisschen Heal drauf. Oh, und da sterben wir dann auch weg. Eieiei, brauchen wir rüber. Ja, Crown ist eigentlich nicht so die geilste Karte, gerade mit The Void Abyss. Haben wir sowieso nur 1,5 Sekunden Cooldown oder 2 Sekunden Cooldown, irgendwie sowas gucken wir mal gerade. 2, 1, ja, müssten 1,5 meine ich sein. Macht da Kronos den Braten halt auch nicht mehr wirklich fett. Ah, der Rock ist nur so gerade noch am Leben. Hi. Ziehen wir da einen ran? Nein, ziehen wir leider keinen ran. Würden die auch stark wundern, wenn wir hier gegen die ganzen Flanker da mal ein paar gleichzeitig on point haben, wo wir ein paar mit der Ult zusammengezogen bekommen. Lian ist da oben, Eevee ist hinter uns. Kümmert sich zum Glück überhaupt nie um uns, weil jetzt. Geht nicht auf uns, okay. Weiß jetzt auch gar nicht, auf wen es ging. Alter Schwede. Oh, mal kurz heilen. Eieieiei. Kurz in die Base. Ein paar HP regenerieren. Nice. Oh. Moji low. Trotzdem keine Sahneschnitte. Können wir versuchen, den Ruckus kurz zu heilen. Nice. Ein Ruckus kriegen wir da nicht gehealt rechtzeitig. Aber den Makoa kriegen wir nochmal ein bisschen geheilt. Aber spätestens, wenn noch mehr Corduroys bei den Gegnern da ist, sieht es doch sehr mau aus. Wir liegen ja allgemein schon hinten. Help that tank. Ja, ich versuche es. Oh, Eevee, lass mich doch mal bitte in Ruhe. Danke. Oh, das war dumm. Puh, ha. Selber mal ein bisschen hochhealen. An uns. An der Kinesa Schminessa. Es geht, ist halt so, dass keiner die Eevee killen kann. Also Kinesa und Charlene haben da irgendwie gar keinen Bock drauf. Oder einfach auch nicht den Skill gerade dafür, das in irgendeiner Form hinzukriegen.
Da ist sie wieder bei uns. Schön, Kinessa. Danke, danke, danke. Makoa, komm mal kurz um die Ecke. Man dankt. Jetzt sind wir dran. Huh, kommen wir mal so gerade weg. Aber da kommen die Auto-Aim-Skills von Lian. Oh Mann, Makoa ist echt noch gegen Tellis gestorben. Habe ich nicht aufgepasst. Miese Sache. Mehr Haven, mehr Kronos. Ist halt einfach sehr bursty, was die Gegner da an Damage haben. Na, kriegt er nie mit, ne? Eieiei, Makoa wird einfach nur verfolgt und kaputt gefokust. Da fehlt einfach übertrieben der Damage. Ah, heil doch. Oh, sieht das nicht, wer die Wand ist. Ah, Kinessa auch schon wieder down. Ruckus auch schon wieder down. Wir auch schon wieder down. Ruckus mosert hier rum, dass wir on point gehen sollen. Aber ich glaube, er checkt gar nicht, dass es einfach lächerlich ist. Dass wir hier gar keine Schnitte haben. Oh, da ist nämlich jetzt Corduroy's 3 bei den ersten online. Ja, komm Ruckus, muss den Kill da machen. Sehr schön. Na, ah, geht gar nicht auf uns. Da geht nochmal die Rakete. Oh. Mein Gott, ist das wieder zum Kotzen, was hier passiert. Kinessa und Charlene einfach keine sahnige Schnitte. Oh, ich bin sogar einen rangezogen. Müssen wir haben, die Eevee. Wenn die wegkommt, wäre lächerlich. Aber sie kommt mal nicht weg. Ulti gewastet, um einen Kill zu machen, ist absolut in Ordnung. Tellis ist da oben. Versuchen wir mal hier mit on point zu gehen, wenn das den Ruckus freut. Genau, schön da zusammen, dass die Eevee da doppelten Schaden macht. Oh, stehen gleich gegebenenfalls unentschieden wieder. Komm mal, ja, jetzt ist es fast Gleichstand. Eieiei, mal gucken, ob wir da dran kommen. Nein, Eevee, verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Au, oh, Mann, da fehlt einfach der Damage. Nessa, glaube ich, damit super wenig Chancen. Kriegen wir da den Charlie nochmal kurz geheilt. Was ist denn hier der Damage her? Ach, da oben links der Victor. Ja, wir nehmen 3 mit. Immerhin 21% Damage Reduction gegen 80% der Damage-Quelle von den Gegnern. Emoji, Emoji. Makoa steht da genau falsch rum, wo wir nicht drankommen. Oh. Da muss doch der Damage kommen, um Tellis zu killen. Aber da kommt kein Damage. Da kommt leider kein Damage. Ich glaube, Charlene macht auf jeden Fall definitiv. Ich glaube, er macht definitiv. Ja, da haben wir es wieder. Und Ruckus ist auf jeden Fall die größte Heulsuse dieser Erde. Da ist tatsächlich hier oben einer. Da hat man noch die Suppressor Mine. Oder Oppressor Mine. Hat er Schadenticks gemacht. Sehr schön. Nessa da mal mit einem Kill. Krieg ich leider nicht mehr gegengeheilt. Oh, bisschen heilen. Oh Mann, da bleibe ich wieder mal an der Ecke hängen. Aber da stehen die Mates auch in der Backline. Da haben wir einfach gar keine Chance mehr reinzukommen. Makoa instant down. Kinessa stirbt da auch wieder weg. Ruckus läuft jetzt alleine rein. Und ist natürlich auch genial mit Corduroy 3. Das war die Ult. Oh Mann, und damit verlieren wir das Match hier. Schade, schade. Haben wir, glaube ich, die 300, so gerade geknappt, die 300 Points.
Aber unser heulender Rukus wird ziemlich safe den viert schlechtesten Schaden aus unserem Team haben. Ich werde natürlich den schlechtesten Schaden haben, ist aber auch nicht meine Intention gewesen, hier Schaden zu machen. Aber danach hundertprozentig schon der Ruckus, der so viel rumheult, wie es nur ein kleines Mädchen machen kann, deren Lutscher gemobst wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall eher eine extreme Heulsuse gerade im Onslaught. Also ich weiß, dass ich auch eine große Heulsuse bin, aber dann nur im Ring. Casual, ja, kann man auch mal salzig werden, aber nicht so mädchenhaft, wie er da reinflamen die ganze Zeit. Und dann jetzt nur einmal. 100k Hilfers, ah, da, man sieht es schön, wie er die ganze Zeit reinholt mit seinem VIP 4. 21 Eliminierungen war er vielleicht doch nicht so schlecht. Ah, war sogar der beste Damage, naja. Aber 14 Tode, genau wie bei Makoa. Oh, Kinesa nur mit 5 Toten, okay. Ist vielleicht doch nicht so einen schlechten Schaden gemacht. Aber konnte halt keiner mit den Flanks mithalten. Och, was ist das denn für eine Heulsoße? Mann, 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 Mann. Wie kann man denn so reinheulen? Do you know the way? Meine Fresse. Shoutouts gehen raus an den kleinen, an das kleine Mädchen hier. Muss mal ein bisschen Sand aus seiner Unterwäsche klopfen. Dann wird das alles besser das nächste Mal. Objective Time. Ah, hat er ein bisschen versucht. Charlene hat es sogar auch ein bisschen versucht. Chineser natürlich nicht, aber mit vernünftigen Schaden. Leider war relativ schnell Cord Race 3 bei den Gegnern und dann kann man den Heal vergessen. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ich glaube, dann sind es, was sind es dann noch? Ich glaube, 20 HP-Ticks. Immerhin hatte Ruckus sich Rejuvenate gekauft. Ich glaube, Makoa hatte irgendwann gar keinen Bock mehr, Karten zu kaufen. Guild Duel auf 2, das war's. Naja, auf jeden Fall. Gegen so viele Flanks kommen zwei Sniper nicht an. Zwei Sniper auf der Map, so das Dümmste, was man machen kann. Die Map ist so klein. Aber alles halb so wild. Zeris haben wir auch mal besprochen. Sind wir durchgegangen. Haben wir auch gezockt. Weniger erfolgreich, aber das kann nicht immer gut laufen. Von daher wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit der Folge. Auch mit den kommenden Folgen, was noch alles passieren wird. Bis dahin, der Eskas ist draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.